So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei einem weiteren Let's Play. Dieses Mal The Lord of the Rings Gollum. Ist ein Schleichspiel, wo wir jetzt gemütlich hier durchschleichen werden und starten. Wir springen einfach rein. Wir schauen es uns einfach an. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob es nicht gut ist. Ich hatte einfach Bock drauf und ich habe gesagt, let's go. Ich mache ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Wo ihr, wenn ihr die Livestreams verpasst, einfach gemütlich die Let's Plays schauen könnt auf dem LP-Channel, ne? Und wir legen los. Ihr dürft gerne schon ein Like da lassen, wenn ihr es auf dem Let's Play-Channel guckt, ihr wisst, wegen Support und so. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach. Let's go. Neues Spiel. Wir schauen rein. Ich spiele das Spiel mit Controller auf dem PC, dass ihr informiert seid über die Technik, weil ich das Gefühl hatte, mit Controller spielt sich das ein bisschen geiler. Ohne mich sind Augen wertlose Steine. Kopf ohne Laune, Fuß ohne Eile. Tod kann nicht schrecken, Zeit sich nicht strecken. Arm nicht mehr schuften, Rose nicht duften. Nichts kannst du bestaunen ohne mich. Aber es waren keine Rosen, mein Schatz. Keine Rosen. Lilien. Keine Lilien. Keine Rosen. Was war's denn, mein Schatz? Still. Da kommt jemand. Ein alter Mann mit Stock und Hut und einem Käfig auf dem Rücken. Wir hätten wohl einen Wagen für euch. Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich. Das Geschöpf ist verloren. Wollen wir mal sehen, wie er auf Licht reagiert. Jemand folterte ihn, lange bevor der Dunadan ihn fand. Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern. Mein Volk wird allmählich unruhig. Wir können diesem Übel kein Opfer bieten, Gandalf. Wir glauben, er war zuvor in Mordor. Das habe ich befürchtet. Ich frage mich, was er sich dort erhoffte. Lasst uns allein. Ich will hören, was er zu sagen hat. Das Coole hat gewechselt zwischen Gollum und Smeagol. Okay. Anfang. Warum beginnen wir nicht mit deinem Namen? Gollum. Gollum. Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben. Nun gut. Versuchen wir es mit dem Namen eines anderen. Bilbo Beutlin. Ja, du erinnerst dich. Er fand dich. Vor mehr als 60 Jahren. Tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges. Er nahm dir etwas weg. Einen Ring. Mein Schatz. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen, bist die Hänge hinabgeschlichen, immer auf der Hut vor dem Mond. Du folgtest dem Hobbit den ganzen Weg nach Osten zum einsamen Berg. Aber dann bist du nach Süden abgekehrt. Warum? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zuhören! Thank you.
Also noch einmal. Wie lautet dein Name? Smeargol. Sehr gut, Smeargol. Aber lass uns ganz von vorne beginnen. Die deutsche Synchro, die Stimme von Gandalf, mega coole Stimme. Habe ich gerade sehr enjoyed den Anfang. Voll geil. Voll geil. Okay. Die Cam switch ich vielleicht noch, je nachdem, wo ich Einblendungen habe und so, ne? Okay, Kapitel 1, der Geist. Okay, ich kann so rumrennen. Bitte. Ich war schon ein bisschen schnell. Ich lasse es mal, ich gewöhne mich noch dran. Wieso hat das so viel Haar nachgewachsen durch den Regen? Wer weiß. Naja, er hat ja, also wir müssen ja schon sagen, Gollum bzw. Smeargol hat ja als Hobbit gestartet. Der hatte ja viele Haare. Ich weiß ja nicht, in welchem Stadium er hier ist. Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Ich finde es gar nicht so schlimm, wie er dargestellt wird. Muss wieder hungrig zurück. Verflucht sei dieses Land. Verflucht, verflucht. Morgen, mein Lieber. Morgen finden wir was Nettes. Okay, ich kann springen wieder. Wir gehen einfach weiter, meine Damen und Herren. Ich verweile gar nicht lange hier. Ich glaube, das erste Kapitel ist eher Weitersprung. Da macht er sich ready. Guck, 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 wie mit sich. Oh! Los! Wir hassen dieses Land. Ah. Das ist wohl Schleichen, ja? Das ist Springen und dann springen. Okay. Ob ich einen Ring habe, um sie alle zu knechten? Noch nicht. Wir arbeiten dran. So. Hinauf und wieder hinauf. Ja, hier hinauf, okay. Ich muss besser zuhören, was er sagt. Achso, ja, einfach klicken und springen. Okay, fallen lassen. Here we go. Er wirkt jung, oder? Gollum bzw. Smeargol wirkt recht jung, finde ich so. In Schattengebirge, da hast du dich versteckt. Nicht fragen. Warum stellt es uns Fragen? Warum? Du weißt warum.
Ich mag die Stimme von Gandalf total, voll geil. An die, was? An die Wand und dann... Achso, und dann wahrscheinlich... Ah, so, dann macht er automatisch, cool. Aber was ist, wenn ich ganz unten ankomme? Bin ich dann tot? Nicht einfach nur, okay. Ja, eigentlich sagt er uns, was wir tun müssen, ne? Ein weiter Sprung, ne? Da wissen wir, müssen weit springen. Oder klettern und so weiter. So also Tutorial-Vibes halt. Okay, also es ist absolut herunterkommendes Gebiet. Gebirge. Ja, so haben sie es genannt, die Orks. Du hast also mit den Orks gesprochen? Niemals. Aber wir haben scharfe Ohren und wir lauschen. Ich habe das Gefühl, dass sie manchmal unterschiedlich laut ist, die Sprache. Okay, können wir hoch? Genau, warum? Ja, also wir lernen die Basics gerade, ne? Ganz kurz, was machen wir denn Einstellungen? Gollum Haarsimulation aus. Die lassen wir aus. Ich mach die Textgröße noch ein bisschen größer. Wenn man es auf dem kleinen Gerät nämlich guckt, ist es für euch besser zum Mitlesen. Kamera wackeln mache ich mal schnell aus. Bin nicht so Fan von. Obwohl. Überlege ich mir noch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es gespeichert habe oder nicht. Da, dann festhalten. Fester Hals, sei vorsichtig, wenn deine Ausdauer zu Neige geht. Okay, okay. Ah, warte, oh, ich muss schnell zurück. Okay, wir haben hier keinen festen Hals, wir müssen also schnell sein. Wir warten hier schnell, wir lassen aufladen und dann gehen wir rüber. Chat, können wir kurz Feedback wegen Lautstärke geben? Ist alles gut für euch? Meine Stimme, Spiellautstärke, passt alles? Ist es nur bei mir so, dass die Ton etwas unsynchron im Spiel? Ja. Also asynchron ist es teilweise in den Cutscenes, dass er den Mund aufmacht und erst dann später kommt die Stimme. Das ist mir auch schon aufgefallen. Woran es liegt, weiß ich aber nicht. Das ist unsere Höhle, das ist unser Zuhause. Du musst doch einmal Freunde gehabt haben. Eine Familie. Sie haben uns verstoßen. Verflucht sollen sie sein, verflucht! Es war unser Geburtstag. Ja, das war es.
Dein Geburtstag? Also das an uns, die hatten ja einen Streit um den Ring und dann hat er hatte da gewusst. Was kriegst du da? Boxhorn, Vogelfuß, alles dasselbe, Süßer. Nur Namen in einem dummen Lied. Vielleicht hilft sie uns ja. Die große Spinne. Vielleicht. Wir haben ihr Viecher zum Fressen gebracht, ja. Und knusprige Ochse. Aber die mag sie nicht besonders. Er spricht von Kankra. Und wenn sie nicht glücklich ist, was macht sie dann, mein Lieber? Wickelt uns ein wie Spindeln. Nein, nicht durch ihre Tunnel. Noch nicht. Müssen wir was Besseres bringen als Ochse. Ochse? Kein netter Freund, was, mein Schatz? Jetzt trickst du uns nicht mehr aus. Hm? Nein, nein, jetzt nicht mehr. Er gehört uns, unser Schatz. Mein Geburtstagsgeschenk. Es war an meinem Geburtstag. So wurde es mir erzählt. Die Orks konnten uns nicht sehen. Keiner konnte uns sehen. Nicht mal garstige Zauberer. Wie hast du ihn gefunden, deinen Schatz? Grausames Licht. Smeargol will schlafen. Er kann jetzt nicht schlafen. Aber ich werde das Licht für dich dämpfen. Dämpfen? Ich schaue mich schnell um, ja, okay. Wir genießen das einfach. Welcher Zauberer spricht mit ihm? Gandalf. Du hast die Höhle also nie verlassen. Niemals. Und niemand hat dich je gesehen. Nein, niemand. Der Rabe ist ein Spion. Garstiger Vogel. Er sieht uns. Er spioniert uns nach. Fang ihn. Dreh ihm den Hals um. Ja. Wir fangen ihn. Und drehen ihm den Hals um. Let's go. An die Wand. Okay, ich mache irgendwas falsch. Sprinte auf die Wand zu, ohne zu springen, oder? Ah, ohne zu springen, okay. Steht ja auch nicht. Ich komme, das ist ein Mistvieh. Drehen ihm den Hals um. Ja, hier kann ich nicht hoch, muss ich klettern. Dreckiger kleiner Spion. Quetsch ihn. Ja, quetsch den Schwätzer. Und dann fressen wir ihn. Okay, so springen wir rückwärts. Alright. Warte mal schnell, das werden aber ziemlich viele Spinnennetze hier. Er lebt noch. Natürlich lebt er noch, du Trottel. Haben sie dich in der Kiste gezüchtet?
Die hohe Frau hat ihm nur einen süßen kleinen Kuss gegeben. Vorsichtig. Nicht so hastig. Orks dürfen uns nicht sehen. Da siehst du, direkt auf seinen Hals. Hat ihn geküsst, Herr? Hat ihn wohl vergessen, sonst hätte sie ihn schon in ihre Speisekammer gebracht. Die Dame macht sich nicht allzu viel aus unserem süßen Fleisch. Ist das nicht Uftag? Es ist Uftag. Ganz in Sand und Seide. Was ist der Plan, Uftag? Schwätzt du die Nachtschicht? Die kennen ihn. Sollen wir ihn losschneiden, Hauptmann Schagger? Lass ihn hängen, du Made. Die hohe Frau mag's nicht, wenn man sich einmischt. Was, wenn sie noch in der Nähe ist? Dann geh und schau mal nach. Wenn du was hörst, schreist du und hältst die Stellung. Ich hasse Nachtwachen. Uftag hat Glück, er hat's warm. Willst du den Platz mit ihm tauschen? Chat, ich schau mal ganz kurz, ob ich die Leiste unten für euch ein bisschen größer machen kann. Irgendwie passt mir die Textgröße trotzdem nicht. Ich glaube, so ist ein bisschen besser für euch. Ja, die haben fertig gesprochen. Oh, ich hatte ihn fast. Alright. Anlassen. Ach so, shit. Ja, was habe ich sonst für eine Wahl? Level neu starten? Ich wusste nicht, dass da unten Orks sind. Wie mache ich das jetzt? Bewegen sich schon ziemlich speziell. Was war das? Okay, aber es will ja im Großen und Ganzen Schleichspiel sein. Und weiter bist du nie hineingelangt nach Mordor. Wir haben die Wolken nie im See verlassen. Warum fragt es uns? Der Spion. Zwei von ihnen. Zwei kleine Schwätzer. Yeah.
Verkriechen. Melhazar, Luke Burtz wird wissen, was zu tun ist. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Du darfst sie nicht verlieren. Okay, wir müssen sie verfolgen. Folgt ihnen. Aber leise. Bleib in den Schatten. Was ist mit dem Vogel? Vergiss den Vogel. Ich sag dir, es war der Kleine. Kankras Spinnenfreund. Er hat ihn seit Jahren nicht gesehen. Ich dachte, die hohe Frau hätte ihn erledigt. Halt besser die Schnauze. Es gibt bloß Ärger. Und dann schicken sie ihre Bluthunde. Und das ist nie lustig. Ich mag es, wie Smeargol und Gollum miteinander reden. Das finde ich ganz cool. Wer ist da? Was Sie haben dich also nie gefangen? Warum hast du dann Folterspuren an den Händen? Bleib an ihnen dran, Schatz. Ah ja, shit. Shit. Wir müssen ja. Total vergessen. Danke, Smeargol, dass du mir das gesagt hast. Wo sind sie? Unten irgendwo, ne? Sie könnte uns helfen. Da ist was am Boden. Die Geräusche sind raus und fliegen. Diese Schreie. Da kriegt man die Gänsehaut. Ja, die Spinne könnte helfen. Erst locken wir sie in ihre Netze. Und dann... Krieg. Das ist, was brodelt. Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Bin ich da? Bin ich da? Alles gut. Wandstein. Genau. Weitergehen. Klassisches Schleichspiel. War da was? Das war sicher nur der Wind. Offensichtlich muss man gedrückt halten, um ihn zu erwürgen. Ich hasse diesen Tunnel. Ich dachte, das ist eine einmalige Dings. Ja, es steht auch. Gedrückt halten. Ich bin nur zu blöd zum Lesen.
aber er ist doch nett. Friss ihn. Er darf uns nicht verraten. Wir sehen weiter zu. Wir bleiben am Smeargol. Jetzt überzeuge Gollum. Der Käfer will uns nichts Böses, oder? Könnte ein Spion sein. Möglich wär's. Sucht nach... nur nach Pollen. Okay, wir argumentieren. Käfer will vielleicht nur Pollen fressen. Pollen. Ja. Er ist uns nicht gefolgt, oder? Er mag uns. Sieh mal. Sieh. Smeargol hat den Streit gewonnen. Okay, das ist fun. Okay, also wir können mit uns selber argumentieren. Oh, es tut uns weh. Okay, nach Essen Ausschau halten und gesunde Leder. Nein, ich höre ihn noch ziemlich laut. Ah, bin etwas essen. Okay, wir können bis zu... gedrückt halten, ja. Gut gemacht, mein Lieber. Das ist zwar ein Pilz, aber wir haben ein Fischsymbol. Und ich weiß schon, warum wir ein Fischsymbol haben, weil der Fisch ja teilweise roh ist. Okay, das heißt, wir müssen hier ein bisschen Nahrung mitnehmen. War das jetzt ein roter Pilz? Weiß nicht, ob ich den essen sollte. Wir essen das. Intuition. Und was finden wir mit der Intuition hier? Ja, hier kommen wir nicht hoch. Die Geister! Die Geister! Ich will trotzdem schnell schauen, ob wir hier vielleicht noch Essen finden oder so. Oder ob uns die Intuition tatsächlich sagt, wir müssen auf der anderen Seite durch. Ich glaube, hier durch ist falsch. Würde ich wahrscheinlich sterben oder so. Wir gehen der Intuition nach. Finde ich hier noch was zu essen? Da ist er. Seht ihr? Okay, wir folgen unserer Intuition. Erst aufs Essen und Co. Rechts. Uff, das sind zwei. Ja.
wir gehen zurück. Wir hatten doch hier auch noch einen anderen Weg. Also das ist auch einer. Mein Schatz. Okay, shit, das ist auch einer. Geh doch nochmal hier hin. Okay, ich hab ein Problem. Ja, ich war nicht schnell genug, glaube ich. Ich habe gar keine Chance zu entkommen. So. Sieh mich an. Sieh mich an. Sie brachten dich zu ihm, nicht wahr? Zum dunklen Herrn. Was hast du ihm erzählt? Was hast du Sauron erzählt? Der Ring. Was hast du ihm erzählt? Gar nichts. Gar nichts. Wir schwören's. Wir schwören's. Sag's ihnen nicht, Schatz! Beutlin hat ihn! Beutlin aus dem Auenland! Er weiß es also. Schwarzer Verlies, der erste Tag. Okay, also wurde dann in den Kerker geworfen. Nicht verlieren! Kapitel 2, die Made. Schnauze, Grasneck. Nimm deine Sklavenmarke. Okay, ja. Wir machen das so, wir machen das in der nächsten Folge. Ich glaube, ich mache Folge für Folge, Kapitel für Kapitel. Ich glaube, das ist ganz cool. Das heißt, das war jetzt Kapitel 1, meine Damen und Herren, wenn ihr auf dem Let's Play Channel guckt. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar, da wisst ihr, wie es funktioniert. Und in der nächsten Folge spielen wir Kapitel 2. Ich freue mich drauf. Bis dann.